Hallo! So, ich vlogge mal wieder. Wir haben heute Samstag und ich dachte mir, ich nehme euch mal mit durch den Tag N. Es steht ein bisschen was an. Heute ist Feuerwehrmitmachtag vom Kindergarten. Da muss der Papa nachher auch mithelfen, deswegen werden wir da auf jeden Fall auch hingehen. Ich denke, das wird ganz schön für die Kinder. Und danach haben wir ein bisschen Zeit, aber dann geht es weiter eine Location anschauen und da schon mal besprechen und so. Ja. Da freue ich mich. Das kam jetzt aber früh an in deinem Kopf. Ja, da freue ich mich schon sehr drauf, bin sehr, sehr aufgeregt. Und dann wollte ich euch passend zum Thema nämlich auch noch die Fragen beantworten, die ihr so hattet zum Thema Hochzeit. Heute Abend gibt es dann ein Essen, das ist ja als Dankeschön für das Public Viewing, wo ich ja auch mitgeholfen habe, so ein Helferessen einfach. Genau. Und Leute, ich war beim Friseur, sieht man jetzt auf den ersten Blick gar nicht, aber meine Haare sind ab. Ja, und die sind gefärbt, leider nicht so, wie ich sie wollte, aber das ist ein anderes Thema. Zum Thema Friseur musste ich auch eben noch was abklären. Ich musste da anrufen und Leute, ich zitter immer noch, das ist so schlimm. Ich hoffe, ich bin nicht die Einzige, aber ich würde fast schon sagen, ich hasse es, irgendwo anzurufen. So schlimm. Also das war früher noch viel schlimmer, das war jetzt halt auch ein unangenehmes Thema. Ja. Da waren eigentlich noch mehr. Nee, es geht nur ums Datum, weißt du? Dass Papa darauf achtet, dass die anderen nicht ablaufen vorher. Okay? Ja. Ja, die machen jetzt nämlich Milchreis. Das mit dem Anrufen war früher noch viel schlimmer, aber seitdem ich Kinder habe, also vor allem Milena, da muss ich gezwungenermaßen ja beim Kinderarzt anrufen, im Kindergarten, dies und das abklären, mal mit Eltern in Kontakt und so. Und seitdem ist das wirklich schon um einiges besser, auch seit YouTube. Ich weiß nicht, wer mich wirklich schon von Anfang an gesehen hat, der weiß, dass sich da einiges bei mir getan hat. Ja, ich bin halt auch im echten Leben eher ein zurückhaltender Mensch. Das merkt man halt in den Videos nicht so, weil ich halt wirklich 10 Minuten am Stück mit euch quassel. Ich erzähle euch irgendwas. Man muss sich halt aber immer vorstellen, okay, das ist jetzt halt über den ganzen Tag verteilt, was sie da quasselt. Ja. Naja, auf jeden Fall, das war jetzt ein eher unangenehmes Thema. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich habe um einiges zu viel bezahlt. Nur in dem Moment war ich halt nicht ganz da irgendwie. Kilia war auch noch dabei und hat ein bisschen schon gequengelt gehabt. Und dann dachte ich in dem Moment nur, Mist, ich muss mit Karte zahlen. Ich hatte schon 120 Euro mitgenommen, was schon hochberechnet war. Und dann dachte ich halt eben einfach nur, ach Mist, jetzt reicht's doch nicht. Und oh, ich habe nicht weitergedacht. Ich habe nicht gefragt, wie das zustande kam, weil das einfach von vorne bis hinten nicht hinhaut. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich für meine Freundin mitbezahlt habe, obwohl sie selber bezahlt hat. Weil die hat vorher alles irgendwie zusammengerechnet, hat uns dann erst danach gefragt, nachdem sie sich da irgendwie ihre Zahlen aufgeschrieben hat, ob wir eben getrennt zahlen. Haben wir ja gesagt, dann hat sie so und hat dann nochmal rumgemacht. Dann kam aber eine andere Frau, die ihr halt die Haare geschnitten hat und hat sie abberechnet und die Zahlen standen aber dann immer noch gleich. Und dann war irgendwie, glaube ich, alles durcheinander und ja. Mir ist es dann halt auch so richtig erst am Abend aufgefallen. Eine Freundin hat mir den Friseur nämlich empfohlen, der habe ich dann geschickt und die meinte, oh, das ist aber echt teuer. Und dann habe ich mir die Preise nochmal angeschaut, mir das nochmal zusammengerechnet und auch wenn ich da um einiges mehr wirklich drauf rechne, komme ich niemals auf den Preis. Du darfst Kakao. Und Papa. Papa auch. Mama nicht. Mama kriegt Bauchweh. Aber ich nicht. Hm, das ist schön. Kakao. An dem Abend habe ich dann direkt auch eine Mail geschrieben. Ja, mit dem Kassenbeleg im Anhang und mit einem Bild von uns, damit die sich halt erinnern an uns. Ja, und der hat mich jetzt aber nur abgewimmelt und hat gemeint, die geschnitten hat, ist angeblich jetzt im Urlaub. Das war mitten unter der Woche. Auf einmal ist sie im Urlaub. Es ist jetzt 2 Tage später, also ist schon ein bisschen komisch. Er wollte sich ja bei mir melden, sobald er das jetzt am Wochenende irgendwie abgeklärt hat. Er wusste nicht mal, ob sie 2 oder 3 Wochen im Urlaub ist, also ist schon ein bisschen komisch. Aber gut, ich hoffe mal, das klärt sich jetzt. Schaut mal Leute, meine Freundin, die arbeitet im TUM und da gab es gestern Prozente. Da bin ich gestern Abend noch mit ihr hin. Und diese grünen Teile hier mit der Kerze, die kommen nachher ins Bad. Das wollte ich gleich erledigen. Das ist schon für den Adventskranz. Das kann man immer gebrauchen. Wir gehen ja öfter mal grillen oder sowas. Ja, Servietten auch. Und dann habe ich noch voll schön für später mal, wenn wir mal einen Garten haben oder einen großen Balkon oder so, voll schön solche riesen ja, Kerzen. Mega schön. 2 Stück habe ich nur mitgenommen. Die haben nur 2 Euro statt 10 gekostet. Das ist der Wahnsinn. Ich würde da am liebsten noch viele mehr holen, aber es bringt nichts, weil
ja, noch brauchen wir sie nicht. Und dann hier so 10 Dinger zu sammeln für irgendwann mal, wenn man eventuell mal einen Garten hat, das ist doof. So, das ist Papas Frühstück. Noch ein Herzchen mit rein und meins. Und Milena Maus hat auch Milchreis. Hast du schon probiert? Ja. Schmeckt? Mhm. Auf geht's. Jawohl, sehr gut. Ist die immer unter der Schluhhuse? Die schraffen wir so unter, oder? Genau. Und jetzt probieren wir es erst einmal schnell aus, ob er auch geht. Okay? So, sind wir parat? Also, tun wir ein wenig auf die Richtung, Leute. Flammen schlagen auf der Schluhhuse, aus, fangen wir von der Seite her an mit Löschen. Und nach vorne, nach vorne. Komm, 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 komm. Jetzt sind wir beim Spielplatz gelandet. Aber langsam, nicht so fest, Schatzi. Das ist noch ein Baby. Das ist noch ein Baby. Ja, ich sag's jedes Mal, genau, gell? Ich weiß nicht warum, aber sie setzt sich immer so da rein. Also ich mache ihr das Bein immer vor, aber später ist es trotzdem immer da, gell? Hä? Was machst du? Super! So stark! Eine Ameise! Schau, was du mir erlebt hast! Wie fandest du das Feuerlöschen? Schön. War cool, ne? Ja. Ich habe nie sowas gemacht. Hm. Da muss ein Handy. Was macht ihr jetzt hier? Nichts. Da soll ein Wassereis. Das wird jetzt aber nichts. Die Lea muss gleich wieder runter. Mama muss jetzt hier schnell abwaschen. Papa zeigt. Dreh dich mal. Ja. Schön? Ich tanze denn so gut. So, Milena freut sich. Die hat ein Tütü bekommen. Die ist nämlich jetzt schon seit 2 Monaten, 6 Wochen, 7 Wochen, sowas um den Dreh im Tanzen. Und da ziehen die Mädels meistens halt oder viele ein Tütü an. Und deswegen hat sie jetzt und auch eins bekommen. Ja, das muss sie sich selber kümmern, Schatzi. Schick sieht das aus. Aber jetzt siehst du es bitte wieder aus, das ist zum Tanzen. Und die Minimaus hier, die ist am Meckern. Ich glaube, die hat schon wieder Hunger. Hä? Gibt es jetzt Mittagessen? Nein. Nein, doch. Für Kinder gibt es jetzt Mittagessen. Und das ist meins. Das ist meins. Wir haben lecker gekocht. Es gibt jetzt lecker, lecker Essen. Tada. Tada! Tada! Mmh, das ist lecker! So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Location und ich habe mir überlegt, dass ich die Fragen, die so zusammengekommen sind, im letzten Video und unter oder auf Instagram, dass ich die meinem Auto jetzt beantworte. Muss sie nur schnell suchen. Ganz oft kam die Frage, warum wir nochmal heiraten, beziehungsweise jemand hat auch geschrieben, sie ist verwirrt, ob wir nicht schon groß gefeiert haben damals. Und haben wir groß gefeiert? Ich sag mal so mittelmäßig. Also die engsten Leute waren dabei, aber so richtig groß war es jetzt nicht. Und es stand damals schon fest, dass wir irgendwann mal noch kirchlich heiraten möchten. Und das ist der Grund, dass wir uns einfach den Segen von der Kirche quasi noch holen wollen. Und ja, das stand eben auch schon ganz lange fest, also von Anfang an quasi nur,
Damals war das ja so, ich war mit Milena schwanger. Wir sind gerade erst in die erste Wohnung gezogen. Wir haben das Auto geholt und so. Und ich habe auch erst einen Monat vorher den Antrag bekommen. Und dann, ja, muss halt alles schnell gehen. Und irgendwie wissen wir selber gerade nicht, warum wir das nicht damals direkt kirchlich gemacht haben. Aber wir wussten damals schon, es wird irgendwann mal noch kirchlich. Vielleicht wussten wir damals auch schon, es soll noch schöner und größer werden, als das, was es auch damals halt finanziell zugelassen hat. Es ist gerade ein bisschen laut, wir sind auf der Autobahn. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Die nächste Frage, die ganz oft gestellt wurde, ist die, an welchem Tag oder in welchem Monat wir heiraten. Ich habe jetzt gerade noch mal kurz abgesprochen, den genauen Tag, den nennen wir jetzt noch nicht. Einfach weil da auch noch nicht die Save-the-Date-Karten und so raus sind, das ist ein bisschen gut. Aber es wird Juni 2019. Dann kam auch die Frage, wie viele Gäste es sein werden. Wir haben das jetzt mal grob aufgeschrieben, einfach weil wir es auch wissen müssen für die Location und so. Ja, es sind so ungefähr 100 Leute jetzt auf der Liste. Wir rechnen mal so mit 80, 90. Dann noch eine letzte Frage, die gekommen ist. Und zwar, ob ich schon weiß, welche Form mein Brautkleid haben soll. Da sind jetzt ein paar aufgelistet. Und mein Ehemann sitzt daneben. Der sollte es natürlich nicht vorher wissen. Wir sind angekommen. Voll schön. Hallo? So, ich habe jetzt gerade meine Schätze daheim abgeladen und fahre weiter eben zu diesem Essen. Die Location war richtig, richtig schön. Die kommt uns, glaube ich, auch mit dem Angebot entgegen. Wir sollen ihr nochmal eine Mail schreiben. Alles, wie wir es möchten, was wir halt jetzt Vorstellung haben, weil wir haben halt so gar keine gehabt irgendwie. Wollten uns halt jetzt erstmal das Ganze anschauen, allgemein so ein bisschen vergleichen. Das war jetzt schon die zweite Location, die wir uns angeguckt haben. Genau, ja. Und man kann auf jeden Fall was draus machen. Es war echt schön. Mal gucken. Ich hatte noch eine Frage, die habe ich nicht beantwortet. Und zwar, was ich denn für Vorstellung habe für den Tag oder was ich für Wünsche habe. Und da, ja, ich weiß, also ich möchte einfach einen schönen Tag haben, klar. Das hört sich jetzt so, ja, so standardmäßige Antwort an irgendwie, aber es ist einfach so, ich möchte einfach meine Liebsten um mich rum haben, möchte einen tollen Tag haben, möchte mit meinem Schatz tanzen. Das haben wir nämlich damals nicht gemacht, gar nicht getanzt. Gute Musik, das hatten wir nämlich letztes Mal auch nicht, das war furchtbar. Ja, also alles einfach einen Ticken besser und schöner machen. Genau, ja. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht so die großen, wie sagt man, jetzt fehlt mir das Wort, Ansprüche. Ich habe nicht so hohe Ansprüche oder so. Ja, mir reicht eigentlich was Kleines, klein, aber fein. Genau. Und eben während der Autofahrt zurück habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht über die Location und so. Und da kam auch so der Klickmoment in meinem Kopf, hey krass, wir heiraten echt nochmal. Ich habe es bis jetzt noch nicht, ich stand schon im Brautkleid oder in verschiedenen Brautkleidern, aber so richtig realisieren kann man das gar nicht. Aber da war es ein kurzer Moment, da dachte ich, hey krass, wir heiraten echt, das ist echt so, das ist irgendwie ein ganz komisches Gefühl. Mehr Greifbares dazu und so langsam muss man halt auch echt das Mögliche in die Hand nehmen, anfangen und das tun und was festmachen und ja, so langsam wird das halt alles ein bisschen realer. So, ich bin zum Beispiel dran, das war eh so ein Fail, wir waren nach der Location fertig und haben so überlegt, gehen wir noch in die Stadt oder gehen wir noch zur Burgruine. Und dann haben wir uns entschieden, wir gehen noch zur Burgruine, dann bestellen wir was zu essen. Und dann, als wir dann saßen und das Essen schon hatten, gucke ich auf mein Handy, Erinnerung, heute 19 Uhr, dieses Fest, also diese Feier eben. Ich so, oh scheiße, voll vergessen, ich habe sowas von vergessen. Es war schon 6:30, ich komme jetzt auch zu spät, habe das aber abgeklärt. Ja, total blöd, das habe ich auch schon was gegessen. Naja, das ist typisch, typisch. Ich sag ja echt, ich habe immer noch so ein bisschen Stilldemenz in mir, das ist furchtbar. Naja, jetzt ging alles ganz schnell. Ich werde 7:30 ungefähr da sein. So noch 8 Minuten bis dahin, aber so ungefähr. Ich habe hier gerade
gerade so eine tolle rote Welle. Typisch, wenn man eh schon zu spät ist. Naja, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf einen tollen Abend und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr sonst irgendwie irgendwelche Fragen habt, schießt los. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Tja, ich freue mich über einen Daumen nach oben, über liebe Kommentare, wie schon gesagt, über ein Abo und auch, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.